Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Silence of the Forest mit Aldous Speed. Wir haben hier die Höhle, wir haben alle volles Essen und volles Trinken, einigermaßen zumindest. Ja, ich trinke nochmal einen letzten Schluck. Und jetzt können wir in die Höhle. Ei. Ist die Axt jetzt besser oder soll man lieber immer noch den Speer nehmen? Ich spiele mit der Axt. Ich hab noch nach Zugri. Richtig gut. Hier oben liegt was, da könnt ihr dran springen und holen. Jo, Stoff. Aua! Der hat mich geschlagen, das macht auf jeden Fall Damage. Gib Friendly Fire, ihr Pimmelnasen. Halt. Oder ich hab von irgendwas anderem was abgekriegt. Also eigentlich hatten wir es getestet, dass es keins gibt. Da unten ist hier eine Sauerstoffflasche. Ein Sauerstofftank ist da unten. Wir alle versuchen an diesen Stofffetzen anzukommen. Ich hab ein bisschen. Okay. Kann das sein, dass man später hier irgendwas hat, um darüber zu rutschen? Ja, oder hier auskommt von der anderen Seite. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, du kommst hier aus. Ja. Da war eine gute Höhle. Ja, scheiße, ey. Und jetzt haben aber wir hier Nacht vorne draußen. In der Nähe war direkt noch eine weitere Höhle. Lass uns doch dahin gehen. Boah. War eine gute Höhle. Hm? So scheiße. Aber wir haben einen Sauerstoff. Ey, Fallhöhe geschaffen. Ja. Mega. Oh Mann, was ein Quatsch. Das hat sich gelohnt. Oh oh. Oh, nee, Gott sei Dank. Ich sah ein bisschen komisch aus. Ja, wir sind alle hier in dem Ding gespawnt. Weil hier vorne, wenn wir rechts gehen, ist noch eine weitere Höhle und ein Point of Interest direkt. Da könnten wir hingehen. Wenn wir rechts gehen? Das ist voll weit weg. Rechts auf einer Karte hier bei dir. Richtung Weiß. In die Richtung, wo der Mond ist. Halt. Also bei mir ist der Mond. Moment, auf der anderen. Nee, dreh dich mal bitte 180 Grad vom Mond weg und guck dir dann die Höhle an. Ja, aber die Höhle ist auf dem Berg. Ich finde die neben dem Point of Interest attraktiver, weil da ist noch ein Point of Interest in der Nähe direkt. Aber das ist doch der Point of Interest, den wir schon hatten. Nee. Nee. Nee, Peter, das ist der andere. Nee, nee, nee. Der ist woanders. Das ist schon drei. Ach, Entschuldigung, das sah von dem. Gegner! Gegner, ja, ich hau ihn tot. Ja. Also ich wäre für die Höhle, lass mal. Also schlafen wir jetzt, damit es wieder hell ist? Ja, das macht glaube ich Sinn. Ja, ist ein bisschen blöd, aber können wir nichts dran ändern fast, weil... Wobei wir haben 5 Uhr, also wir könnten ein bisschen laufen und dann haben wir gleich schon, geht die Sonne durch. Ja, stimmt, eigentlich sollte in einer Stunde die Sonne aufgehen, also... sehr dunkel. Ja, aber guck doch mal, wie schnell die Zeit umgeht. Geht. Wir haben jetzt schon halt wenn jemand dann für die Aufnahme cool genug ist, dann machen wir das. Dann ist das fein für mich. Peter hat hier so eine geile Fackel. Der dauert anderthalb, guck doch mal auf die Uhrzeit, Alter. Ja, aber... Bringt das so einen Horrorfaktor mit sich, wenn gleich einer eine Klippe runterfällt und tot ist? Mega. Wenn nicht, dass nachher zu dunkel ist. Ja, ist so dunkel wie in der ersten Höhle. Das ist schon okay. Wenn wir jetzt schlafen, können wir danach wieder jagen gehen. Ja. Okay, ich weiß nicht, okay. Aber wir haben nur 5:30. Ja, das war easy. Ich weiß nicht, wo ich hier runter kann und wo nicht. Oh, dann nimm doch die Taschenlampe in die Hand, Peter, und nicht die Fackel. Ja. Das ist ein Reh. Das macht Haier. Lass es überraschen. Bam! Ja! Das ist ein Seilrutschenseil. Mhm. Habe ich im Inventar. Hast du das vielleicht gerade bei der Seilrutsche aufgesammelt? Nee, das hatte ich schon vorher. Nee, das war bei diesem Typ, der sich da aufgehangen hat. Die Frage ist, wie kann ich die Seilrutschenseil nutzen? Was macht ihr denn da ekelhaft? Ich habe gerade hier so ein Reh getötet. Ah. Das kann ich auch nicht kombinieren. Nee, deswegen. Dafür brauchst du wahrscheinlich dann so einen Seilrutscher. Oh, der Rehkörper hat voll den Abgang. Ja, aber wir waren halt leider auf der falschen Seite, wa? Ja, kann sein. Aua, nicht mich schlagen, wenn ich im Inventar bin. Das ist doch voll frech. Ihr habt mich nicht geschlagen. Nee, wieso denn immer du? Es ist so scheiße dunkel. Da ist halt irgend so ein Vieh gewesen. Das ist so angenehm hier. Das die Sonne geht doch jetzt auf. Ja, die hat sich gerade schon geschlagen. Ja, die Sonne geht auf. Warum haben wir kein Nachtsichtgerät? Die Sonne geht doch gerade auf. Ja, das ist tatsächlich. Jo, jetzt geht es bergauf. Boah, das merkst du. Der Unterschied ist krass, wie schnell. Boah, es ist schon taghell hier direkt. Das ist sehr viel heller jetzt schon. Ja. Um 6 Uhr ist ja auch zack. Ja, meinst du, das springt jetzt oben so blank oder so? Ja, gefühlt ist das auf jeden Fall so schnell, wie das geht. Da drüben ist ein Dude auf der anderen Seite. Ja, vielleicht wartet er auf die Tuss, die hinter uns herrennt. Vielleicht bringen wir den auch einfach mal um. Okay, der ist abgehauen. Er hat nichts mehr mitbekommen von der netten Dame, die Peter umgebracht hat im Badeanzug, wa? Hier sind überall welche an Das war eine ziemlich einzigartige Frau. Also das war halt wirklich
Die ja, haben alle gesagt, ich soll die umbringen. Die nein! Nicht zu den Stammleuten. Ich wollte Nino Peter töten. Ich glaube, sie ist Vigo. Heckenkirschen. Da ist wieder so ein Vieh mit. Da unten. Nee, was ist das mit Keule? Ich glaub, die trinken ja einfach auch morgens. Kann das sein? Guck dir ja mal an, der Typ, der sitzt da und trinkt gerade. Ja, soll er? Wir müssen ja uns nicht mit jedem hier anlegen. Jetzt, ja? Der ist aber sauer. Der greift an! Der greift an. Der klettert gerade auf den. Nee, doch nicht. Klettert einfach an, auf der den ist Baum. Auf den Baum geklettert. Hier bei mir der ist hat einer. Angst. Aua! Was machst du so Damage? Verrecke! Das gibt's doch nicht, ey. Das ist ein mega See. Na, stell dir mal vor, du sitzt einfach morgens am Fluss, bist da was am Trinken, plötzlich kommen fünf Typen mit Äxte aus dem Wald raus und hacken alles nieder. Die du vorher noch nie gesehen hast in deinem Leben. Die kommen aber auf dich zu und hauen dir auf die Fresse. Ja. Und die haben leider eine Axt und du nur einen Knochen. War das eigentlich The Forest, wo wir ein Hausboot gebaut haben? Ja, ich glaube schon. Echt? Ja, da haben wir irgendwann, weil wir zu viel Schiss oder so ein Kram hatten, haben wir immer noch im Wasser gewohnt. Ist Schwimmen eine gute Idee? Warum nicht? Ja, warum nicht? Also du kannst unter Wasser tauchen? Ja. Du kannst tauchen, ja. Auch ohne Taucherausrüstung, okay. Kevin geht übrigens nicht schwimmen, der rennt jetzt einmal außen rum. Ja, Kevin, ey. Hier sind ganz viele Fische. Kann ich mit? Ja, ich kann nicht. Das ist halt blöd. Kann nicht jagen. Genau, du kannst beim Schwimmen nicht den Speer benutzen. Ja, das macht ja auch irgendwie rein logischerweise Sinn, oder? Und wie funktioniert dann Speerfischen? Ja, vom Rand aus. Rand. Vom Rand, ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Also, aber die immer so. Oh mein Gott. Die Leute, die immer 25 Alter. Minuten die Luft anhalten können, die tauchen doch um die Luft. Ja, aber die sind ja nicht derjenige, der 25 Minuten die Luft anhält. Hab mich gerade einfach richtig ja, hart erschrocken vor einer Schildkröte. Du sagst, das funktioniert logischerweise nicht, aber es gibt doch Menschen, die halt wirklich so ihr Essen auch holen. Ja, aber die machen doch Perlentauchen dann. Ja. Die holen sich Fische. Ja, aber die haben dann eine Harpune und nicht nur einen Stock. Da ist dann das Problem, dass die doch dann an den Dingern die Fische stecken haben, die dann bluten, dann kommen die Haie und freuen sich. Das hättest du ja nicht, wenn du irgendwo am Rand stehst. Ich finde halt auch schwach, dass wir das nicht können. Bin da ganz bei dir. Igelkraft. Ich habe ja, Igelkraft freigeschaltet. Mega. Ja, das sind zwei Bambis. Was ist denn die Kraft von einem Igel wohl? Also nicht. Okay, ja, ich habe festgestellt, lachelig sein. Ist das viel? Wichsen. Oh shit, ich habe doch ganz viel Fleisch im Inventar. Nee, ist gut. Und der kann sich einkugeln. Lass mal ein krasses Feuer machen hier vorne. Ja, das stimmt. Höhle. Aloe Vera Collected, da mache ich ein Eis nice draus. Nee, kannst du da nicht so Bandages draus machen? Genau, da machst du Health-Zeug aus. Ich wollte gerade sagen, kannst du da nicht eine Creme draus machen? Ja, aber wir haben doch mal bei Pizza mit Kocht Aloe Vera. Aloe Vera und ja, Schafsgabefeder. Was haben wir diesmal hier? C4. Nice. Jetzt geht nämlich die Party los. Das war bei mir im Startding drin. Ja, das ist halt random, glaube ich, einfach. Aber du hast halt keinen Zünder. Irgendwer brennt da. Ach, das ist Kevin. Ja, der Kevin wieder. Wir sind voll viele schöne Blumen vor dem Höhleneingang. Crunchy Wunschies, was ist das denn? Scheiße, ich kann... Erstmal das Bein essen. Erstmal was trinken. Geil. Find's voll geil, wenn wir irgendwann mal wegkommen, dann sind wir voll reich. Das ganze Geld war mir getan. Ja, ich hab 27 Dollar mal ins Feuer geschmissen. 27? Ich hab 3x40. Okay, ja, ich hab jetzt auch nicht rich, ne? Geld gefunden. Ja klar, hallo? Aber so ein Shortcut-Menü, dass du irgendwie im Kampf mal eben von der Granate zum Molotov wechselst, oder geht nicht, oder? Hab ich zumindest noch nicht gefunden. Es scheint Katzenfutter zu geben. Da liegt noch ein Fleisch, was gut ist. Ja. Das verbrennt. So, ja, dann let's go into the Höhle, oder? Ja. Oh, warte mal. Es gibt eine Energiemischung aus Pfeilblatt. Noch irgendwas. Brennt schon wieder. Pfeilblatt und noch irgendwas. Okay. Chicorée. Also wenn ihr Chicorée und Dingens habt, könnt ihr euch Energie craften. Oh, meine Rüstung ist kaputt. Chicorée habe ich noch. Ja, meine Rüstung ist auch einfach verschwunden. Nur, damit ihr Bescheid wisst. Ja, weil ihr Schaden bekommen habt. Ja. Wofür ist denn unten rechts, ganz, ganz unten rechts, da habe ich eine taktische Jacke. Die kann ich aber nicht tragen. Oder ist das, was man anhat? Also, ich habe ein Tauchgerät. Wahrscheinlich ist ja, noch weiter unten rechts. Papierzielscheibe habe ich. Da, taktische Jacke. Ja, kannst du...
Oder hat man die an? Nee, ich glaube, da kannst du... Hm. Ich denke, dann hast du die an. Das macht ja sonst keinen Sinn. Eine Kettensäge. Christian, hast du nochmal herausgefunden, wie du diesen Rucksack gezogen hast? Nee. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man im Menü Items in den Rucksack packen kann und dann mit einer Taste diesen Rucksack in die Hand nehmen kann, um schneller zu wechseln. Jo, das macht ja voll Sinn wegen Heilung und so auch. Aber ich weiß, ich guck gerade in Steuerung und sehe den Punkt Rucksack nicht. Gegenstände hinzufügen. Die Zuschauer werden uns so viele Sachen in die Kommentare geschrieben haben und wir werden nie drauf reagieren können, weil wir es alles an einem Stück aufnehmen. Aber das ist auch besser so. Dann sieht man ich habe gerade meine moderne Axt noch hinzugefügt. Ja, du kannst halt die Äxte und so einen Kram dabei tun. Und mein Speer. Irgendeine Taste gibt es ja, weil du hast das ja schon aus Versehen gemacht. I gedrückt halten. Oh ja. Was? Wie geht das nochmal? Was müsst ihr machen? I gedrückt halten. Jo, stimmt. I gedrückt halten. Dann nimmst du halt und kannst direkt wechseln. Das ist ein bisschen angenehmer. Dann kommt da jetzt noch kurz meine Handgranate dazu, ne? Okay, wie belege ich jetzt? Gar nicht, du musst das anklicken trotzdem. Genau, du musst im Inventar den Rucksack oben rechts anklicken und dann kannst du da eine andere Sache... Gegenstände. Da kannst du auch Essen und so einen Kram beimachen. Ja. Ja gut, Essen halt. Eine große Axt. Pfeil und Bogen kannst du auch dabei tun. Die Austern sind noch gut, ja bestimmt. Oh, die sind aber schon echt alt, Christian. Ja, egal, aber die machen ein bisschen Essen, machen die. Oh, da sind aber Slots, ne, die sich dann quasi, ja, also eine Fackel werden. Und, ja genau, das ist ein bisschen belastend. Ich finde das mega. Ne, ich hätte gern alles auf einmal. In erster Linie ist es ja erstmal wichtig, dass du da die Waffen hinpackst. Ja. Sehr gut. Geil. Man kann gar nicht alles da reinmachen, du hast ja nur eine bestimmte Menge an Waffen. Du kannst nur zwei Waffen da reinmachen. Achso, habt ihr gerade schon geredet drüber. Okay, whatever. Fuck you all. Ja, fuck aus. You, du nicht so, ja. Mofo, Alter. Okay, Party Peoples. Alter, was hast du mit deinen Händen gemacht, Sepp? Ich hab einfach Mutantenrüstung an meine Hände dran gemacht. Das sieht aus, als hättest du so Matschhände aus Fantastic Four oder hast so. Wie hast du das gemacht? Hast du aber diese Haut genommen oder was? Ich hab einfach die Haut rechts angeklickt, also angeklickt kann und dann hinzufügen. Macht er die an deine Hände dran. Ach, guck mal, hier war auch ganz viele Uhren. Hier ist ganz viel Fleisch. Ja, wow. Ganz viele Dosen essen. Konserven, geil, das ist gut. Wir haben noch eben noch den Dosenöffner gefunden. Ja, mega. Dosenöffner? Ich habe einen Dosenöffner unten links, neben den Tüchern, wo die Federn sind. Da habe ich keinen Dosenöffner. Hier sind ganz viele Uhren, Leute, Stoff. Ja. Und den Dosenöffner kannst du halt kombinieren jetzt mit dem Katzenfutter oder... Aber der Dosenöffner war aber nicht hier zufällig, ne? Nee, den habe ich schon länger. Nee, der ist unten bei mir links. Ganz unten. Nicht. Egal, können wir euch die Dosen geben. Ja, genau. Auch okay. Vielleicht auch mal einfach eine Taschenlampe ziehen, ne? Ja, du kannst ja warten. Ich kann da mit der Taschenlampe laufen. Und hier ist ein Seil. Aber bei mir zieht der nur das Feuerzeug. Ja, du musst das halt auswählen dann. Also im Inventar die Taschenlampe auswählen. Hier liegt noch ein Seil. Hier sind zwei Seile. Da sind zwei Seile. Erstmal wieder nach oben. Da unten schwimmt wieder irgendwas im Wasser. Und das ist kein Hai. Da steht so ein Vieh im Wasser. Nee, da steht ein Vieh im Wasser. Auf dem Wasser. Da unten stehen zwei Viecher. Der läuft wieder ins Wasser rum. Oh, hello. Haben wir eine Handgranate? Komm, ja, ich werfe eine Handgranate. Ich werf die mal ins Wasser da. Ja, okay. Komm, ich werf sie. Warte. Da, genau und auf den drauf. Guck mal, genau auf euch beide. Junge, Alter, das sind aber irgendwelche Zombies. Und. Boah! Leute, ich hab die Explosion nicht mal gehört. Alter, das war mega laut. Ich hab zu mir jetzt gar keine Wirkung, aber mir war gar nichts. An Sound. Nice. Ich hab nur gesehen, wie sie einfach das splattert in 1000 Stücke. Das war mega. Okay, Handgranate lohnt sich. Ist können wir nicht auch so einfach rumlaufen? Ja. Könnt mir gerade ein. So, hier sind so viele Leuchtfackeln. Da habe ich mal ein paar von durch die Gegend geworfen. Ich nehme als nächstes gerne da mein Messer. Aber warte mal, hier hinten ist ein Ausgrabungsdude. Auf so einer Leiter. Oh, warte mal, hier ist noch einer aus dem Wasser aufgestanden. Der rennt weg. Hier ist Gold! Oh Gott! Ich sehe Gold! Ja, wir haben uns ja verloren. Ja. Mega. Das ist wirklich Gold. Und das Radio, das macht komische Geräusche. Ist ein Akkuschrauber. Ja, das bringt alles nichts. Der hat hier ein Paper. E-Mail. This is what we are looking for.
Uran. Gold. Mega. Ja, mehr hat sie nicht. Hand von dem Quatsch. Oh lol. Hinter uns. Alter. Ja, die stehen aus dem Wasser auf. Down. Oh, die kann man ausnehmen, die Dudes. Pack jetzt dieses Kackding weg. Wie hab ich. Was für ein Kackding? Ich hab kein Leben mehr. Das Papier. Oha. Ich habe einfach I gedrückt und die Axt wieder ausgewählt. Okay, das war hier drin, oder was? Also nee, geht doch noch weiter. Ich habe nicht mal das Gold gefunden. Ja, in der Wand ist das Gold. Das ist hier in der Wand, Peter. Muss ich damit was machen? Nee, das ist doch das, was die wollen. Ach so, das ist aber das kann ich nicht aufsammeln. Was die suchen. Nee, nee. Das sieht halt ein bisschen anders aus, wenn du die lila Feuerzeug in der Hand hast. Können wir hier den Gang weitergehen oder war da hinten noch was? Ich glaube, da war links von uns war auch noch was. Also hier ist auf jeden Fall noch was. Ja, dann lass doch erstmal den Gang gehen. Ja, okay, dann gehen wir. Aber so, hier geht's, also im Zweifel danach geht's hier auch weiter, wo das Licht ist, ne? Ja. Also. Das sieht aus wie ein Dead End, aber hier sieht aus, als wenn hier noch was Wichtiges wäre. Alter. Alter, nein, gib. Peter muss vor. Wieso? Ja, Peter hat die Aufnahme. Peter muss vor. Ihr habt alle die Aufnahme. Jay, guck mal nach rechts. Wer sind da? Oh lol. Fledermäuse? Alter, eure Mutter sind da. Alter. Okay. Hat ich meine Handgranate noch mal eben irgendwie so? Ich hab das Gefühl, das steckt da. Ich hab das Gefühl, das steckt da drin fest. Wollen wir auch. Gucken, vielleicht machen wir jetzt Alter, los. Alter, ist das ekelhaft. Ich muss erstmal einsammeln, was der Dude hier hat. Nix. Weißt du, eine Granate? Ja, warte mal eben. Der hat, hier lagen zwei Zeitbomben bei dem Typen. Ernsthaft? Oh, probier mal eben, wie die funktionieren. Hier. Zack. Oh. Peter. Die lagen scheinbar nicht umsonst hier. Hab ich sogar ein Ding ins Tür bekommen. Ja, ein Achievement. Leute, ja, ich schieb den mal weg. Ich esse einen Arm! Nein! Ja. Alter, kannst du. Das stand eh zum Aufnehmen, Fragezeichen. Kannst du dieses ekelhafte Ding bitte nicht essen? Einen Arm gegessen. Immer nur kurz drücken. Ja. Okay, das war ja schon maximal. Immer gut. Okay, ich will diese, auch diese Taschenlampe haben, das nervt mich. Ja, nimm die doch. Hier ist ein Seil und hier sind auf jeden Fall Gegner. Zwei Stück mindestens. Was ist das? Einer rennt weg. Wo soll ein Seil sein? Ich hing ein Seil an der Decke. Nee, das Achso, Entschuldigung, also das waren mehr als Tropfen. Drei Gegner. Hier sind Scheiße. Vier, fünf. Haben wir noch eine Handgranate? Komm, wir haben so viele Handgranaten, ich gönn auch noch mal einer. Ja, mach du mal Handgranaten, ich schmeiß mal hier vorne rechts die zwei. Wie mache ich den denn an? Rechtsklick. Das ist keine Handgranate. Oh, oh. Es greift an. Jetzt geht los. Alter, wie ist da fett sind. Ja, rechts mache ich den nicht an. Ja, Entschuldigung, mein Redest du denn auch mal? Vom Molotow-Cocktail. Ja, achso, nee, dann weiß ich nicht. Dann wahrscheinlich hier ist der dicke Gegner. Dicke Gegner mit Aua-Damage. Ich bin down. Ja, genau, der macht nämlich richtig Damage. Hat jemand einen Molotow? Ja, ich weiß aber nicht, wie man den anmacht. Also schnapp ich mir jetzt auch meinen. Feuer. Der Digga ist down. Scheiße, Peter. Was passiert jetzt mit Peter? Der spawnt am Anfang der Höhle, glaube ich, wieder. Oder? Ich bin in irgendeinem ekelhaften Ding gespawnt, in irgendeinem komischen. Oh oh. Lebenden Etwas. Ja, genau, da war ich auch, als ich gestorben bin. In einem lebenden Etwas. Ganz weirde Geschichte, als hätten die dich entführt. Okay. Hat der dich gefressen? Das Problem ist, ich habe kein Licht. Das ist doch gar nicht so schlimm, Peter. Wie zum Fick macht mein Molotov-Cocktail an? Ah, doch, ist wieder eine E-Mail. Feuerzeug habe ich. Alles gut. My workers are having a lot of trouble getting anywhere inside these caves in complete darkness. We need more light in here. It's a safety hazard. Light it up like Christmas. Ah, wo hast denn du deinen Rucksack gefunden? Du musst wahrscheinlich, du musst den. Guck, dreh dich mal um. Dein Ausrufezeichen. Du bist spawnst neben dem. Oh mein Gott. Da kommt wieder was angelaufen. Jo. Ja. Wenn das das große Ding. Ne, das ist nicht das große Ding. Ah, der ist direkt down. Ich bin down. Was? Wovon? Ihr habt mich gekillt. Also, dich. Ich kann nicht heilen. Ich hab dich mal geschlagen. Aber dass es keinen Dingsschaden gibt, weiß ich nicht. Halte ich auch immer noch für ein Gerücht. Hey, aber. Der Typ war schon da und dann bin ich gestorben. Macht überhaupt keinen Sinn. Ja, doch. Also, ich finde, das macht schon viel Sinn. Also, ihr könnt es ja nochmal testen. Ich bin gerade schon gestorben. Ich würde es gerade nicht testen wollen, bitte. Den brauche ich gerade auch nicht.
Hier sind Meals. Alter, da hängen richtig viele Leute hin. Hast du gerade gesagt, das sind Minen? Meals. Meals sind da. Da hängen richtig viele Leute irgendwo an so Seile da hinten. Ei. Also ich glaube, da ist auch noch so ein Dicker. Und man muss jetzt rausfinden, wie man so einen Molotow startet. Hab ich rausgefunden. Er kommt angelaufen. Hast du rausgefunden, Bram? Ja, du musst das nicht die Lampe in die Hand nehmen. Okay, der kommt. Sondern das Feuerzeug wahrscheinlich. Wirft dann auf den. Feuerzeug, okay, ich werf. Hast du geworfen? Wirf das bitte nicht jetzt auf den. Erstmal entleiten, das dauert ja alles ein bisschen. So, und jetzt schmeiß ich mir das ins Gesicht. Nice. Alter. Mega, oder? Ja, ist doch gut. Ich nehme nochmal Pfeil und Bogen. Hab ich mir gerade auch gedacht. Schieße ich auf den. Zack. Ja, beide daneben. Oh, links, einer rechts. Hä? Hat meiner hat nicht getroffen? Mich einer, hat er getroffen. Also einer ist auf jeden Fall in dem getroffen. Drin. Ich hab gerade sie. Ich habe keine Pfeile mehr. Das ja, okay. Cool. Oh, Leute, der schlägt zweimal. Aua. Ja, der hat so einen richtig guten Roundhouse-Kick. Leute, was tut der? Er ist down. Was ist denn gerade aus ihm da rausgefallen? Ja, er ist ausgelaufen, die Sau. Da gönnst du mir auch ein paar Pfeile noch. Hä, ich habe erst zwei genommen, Junge, und ich habe bestimmt vier in den reingeballert. Ich wollte nur kurz anmerken, dass du vielleicht nicht alle einfach... Könntest du mir vielleicht auch noch ein paar Pfeile noch? Ja, das war doch nur so. Die Taschenlampe leer ist und... Oh, hier liegt doch noch einer. Und der automatisch, Alter. Die Batterie. Alter, Jay, bevor du sowas machst, könntest du wirklich kurz aufpassen. Was denn? Ja, du machst mich aber getroffen. Als ob. Schlag mich nochmal, Jay. Immer noch. Schlag mich. Sag mal, du hast mich gerade gekillt, also. Ja, macht Schaden. Also, ja, du musst mal aufpassen. Okay. Okay. Das macht das Fighten nicht einfacher. Was haben wir denn diese Wandmalerei sagen hier? Das heißt, einer ist im goldenen Käfig und alle anderen sind tot. Irgendwas komisches? Nee, aber das ist. Das hat viele Beine und viele Köpfe. Okay, das ist doch ein Vieh. Ich dachte, das wären zwei. Zwei. Aber das ist einer. Wenn noch ein Molotow ist, sind zwei. Aber der eine sieht aus wie zwei. Nein, es sind zwei von denen, die zwei aussehen wie zwei. Warte, ich mach Molo. Die sind doch einfach. Aber dann brennen die doch einfach. Hat keiner ein Licht? Ach, Ich hab's doch voll in die Richtung. Ich hab's nicht angemacht! Ihr habt doch vorher gesagt, du musst dein Ding in die Hand nehmen, dann L drücken. Feuerzeug in die Hand nehmen. Ach so, ich dachte, das macht der dann automatisch. Ich geh mal ein bisschen beiseite, wenn er dich einmal schlägt, bist du so gut wie tot. Haben wir Pfeile? Ja, Pfeile haben wir. Ja, ich soll Medizin essen, ne? Wie lange dauert das noch, bis Sepp diesen Molly da rausholt? Ja, der ist schon daneben geflogen, weil er so unangezündet, Jonathan. Okay, das war mit meinen Pfeilen. Ich bin tot. Ist er tot? Nee. Hat mich einmal geschlagen. Ich hab ihn mit Pfeil und Bogen getroffen. Er ist down. Okay, er ist down. Der hält viel aus. Ich hab locker 8 Pfeile in den reingeballert. Ja, ich hab auch 2 Pfeile noch reingeballert. Wo ist der zweite? Ja, der krabbelte da irgendwo rum. Ey, mach Alter, den. Alter, das nimmt mehr Leben, als es gibt, ey. Gegner. Also, das war jetzt auch anstrengend. Christian geht vor. Okay, ich hol meinen Bogen raus. Ich mach noch mal kurz hier Pfeile. Ah, ich schieße auch mal. Das ist eine gute Idee. Da hinten hängen noch mehr Leute, also geht auf jeden Fall noch weiter. Da. Ja, irgendwo war ja noch so ein Krabbelfieh. Ja, aber ich glaube, also vielleicht ist der einfach hier hinten hingekrabbelt. Mach noch ein paar Pfeile, ja. Können die an die Decke? Ja, teilweise, also teilweise gehen die auch. Ja, hoch. Einer ist von der Decke gefallen von den Krabbelfiechern. Ich sehe aber noch. Wenn ihr die Dudes lootet, dann könnt ihr die Sachen als Rüstung an die Arme machen. Da rechts sind wieder Babys. Und Leute, wenn man schießt, hat man gar keine Lampe. Doch, also. Ach so, ja, wenn du den. Ja, Babys, und da ist wieder so ein Krabbelvieh. Wo ist das Krabbelvieh? Weiter hinten. Na, jetzt kommen erstmal kleine Babys an. Ja, Babys machen wir ja. Ich glaube, ich mache auch mal ein paar Molotovs. Können wir den nicht betäuben, den großen, und dann abstechen? Hey. Na, kommt da. Ey, ich hab mal Betäubungsgewehr rausgeholt. Digga, wenn ich so ein Baby anspringe, machen die auch einfach mal die Hälfte an Leben weg. Okay, ich hab einen Molotov-Cocktail jetzt. Stück zurück, Leute. Oh Gott. Muss mal im Nachladen. Ich hab daneben geschossen. Ah, sehr gut, das mag den nicht. Wir haben mal Feuer gemacht. Auf die Viecher. Wie kann man denn. Christian! Ich hab ihn getasert. Ich hab ihn getasert. Das ich down. Ja, noch können wir das, aber ist halt das Vieh auf dir drauf. Ja, ist ja okay, aber das heißt einfach, ich muss jetzt nicht eh gedrückt halten. Ist es tot? Ist down. Also, du hast noch ein kleines Baby. Ist wieder da. Kleines Baby ist tot. Ich weiß nicht, wer eben gestorben ist, aber wenn du halt nichts machst, ist die Zeit zum Wiederbeleben echt lang.
Okay. Ja, bei mir bin ich direkt umgefallen, obwohl ich nicht E gedrückt habe. Ja, vielleicht weird, weil das Ding dir so viel Schaden dann noch gemacht hat. Die Babys machen auch gut Damage. Hier lebt noch eins, oder? Nee, das ist nicht mehr am Leben. Ja, ist tot. Alter, das sieht aus wie das, was hier der komische Dude aus Death Stranding getragen hat. Was? Das Baby, was da war. Postpakete? Oh, hinter uns auch eins. Ich bin direkt wieder down. Ja, der hat ja auch ein Baby getragen. Als ob bei dir ein Baby direkt war. Jay, Achtung, hier ist noch ein Baby. Ja, ich hab Christian geholt. Baby down. Ich hab direkt gekillt. So, kann ich jetzt mal meine letzte Medizin essen? Also, die Höhle ist auf jeden Fall stressiger als das, was wir bisher hatten. Kann man so sagen. Ja, das ist doch gut. Das heißt, ich erwarte hier auch bessere Rewards. Energy und hier ist eine große Kiste mit Leuchtdingern. Noch mehr Leuchtteile. Können wir die nicht noch mehr werfen? Und Geld. Doppel-I geht übrigens auch. So, ich habe jetzt mal 4 Molotovs gemacht. Weißt du, ja. Ich habe auch noch mal welche. Ja. Das ist halt einfach wie eine Fackel draufschlagen, nur zum. Ja, das stunt die aber auch irgendwie. Werfen geht nicht. Achso. Die sind da schon ja mit recht unglücklich, wenn du die triffst damit. Ich muss übrigens sagen, die Lichteffekte. Mal gucken, ob das irgendwie vom Early Access ist, aber die finde ich echt unterwältigend. Ja, das ist richtig. Also die Taschenlampe, keine Ahnung. Also ja, eine Taschenlampe hier in der Höhle und dann auch noch 4 so Leuchtfackeln sollten mehr Licht geben normalerweise als... Aber ich glaube, das ist gewollt, dass das nicht so viel macht. Das finde ich aber echt kacke. Ja. Das macht das nicht gruseliger, sondern die einfach so nur ätzender. Ja, das sollte dann so erklären werden, dass die Taschenlampe irgendwie am Flackern ist und generell kaputt ist oder so, die gefunden hast. Meine Taschenlampe ist rot. Ja, meine ist noch voll. Hast du noch Batterien? Der füllt die automatisch nach. Okay, hier ist wieder ein größerer Höhlenabschnitt. Ja, einfach mal mit Feuerzeug, wenn ihr die anderen die Dinger habt. Ist auch okay. Okay, ein Wasserwerfen war jetzt vielleicht nicht mega smart. Es scheint aber auf der rechten Seite haben wir Licht, oder? Ja. Werf mal links was hin. Da ist eine Kiste. Da wo Licht ist, ist immer Loot. Mm, hier ist aber auch Kiste. Hier ja, rechts, weil beim Licht ist kein Loot. Das ist okay. Belastend. So, yeah. Die Kisten kaputt gehauen, da ist was drin. Seile. Und Seile und Draht. Nice. Immer gern gesehen. Boah, das ist aber echt riesig hier, oder? Sieht halt nur so aus. Da hinten ist auf jeden Fall jemand wieder, der rumläuft. Dann packe ich doch schon mal meinen Molotow raus, ne? Also diese Doppelbeinigen, die sind echt übel. Die anderen kriegst du ja noch ganz gut weg, aber... Und auch der mit den Fingern das da. Das ist dunkel. Da. Da rechts ist auch noch einer. Da rechts links läuft und da. Rechts. Nein, der für den brauchen wir keinen. Dem packe ich einfach kurz. Hat er jetzt geschrien, weil jetzt die anderen kommen? Ja, bestimmt, damit die anderen kommen? Also den links habe ich abgefackelt, der ist dann direkt wieder weggerannt. Den rechts habe ich gekillt, das liegt am Boden. Das war einfacher auch. Oh, da kommt ein großer. Da kommt ein dicker mit den Fingern. Molotov brennt. Ja, sehr gut. Noch ein Einzelner? Ja. Du Ficker, wieso auf mich, Alter? Tot. So, da schießt einer mit Pfeil und Bogen. Ja, ich. Okay, also. Packst du gerade in meine Richtung. Nee, eigentlich zu Christian. Oh, Christian, pass auf. Ja, der ist down. Der ist nice. Hin. Puh. Nach der Anstrengung gönne ich mir, glaube ich, mal ein bisschen Katzenfutter oder so. Ich hab noch, ein Drittel Leben oder so. Ich muss auch mal gucken, was ich mache. Was kann man denn dagegen tun? Ich guck mal, also. Mutantenrüstung anziehen. Genau, Mutantenrüstung. Ja, ich habe jetzt nicht so häufig die gelootet. Boah, der hat das aus der Dose rausgeholt. Dann ist jetzt, weißt du, wie einmal so flupp, liegt das jetzt einfach da. Ey. Essen wir mal. Ja, macht einfach nur Essen voll, das bringt kein Leben, Peter. Ja, ich guck hier mal rechts an der Wand entlang. Ihr seid links, ne? Hier ist noch einer. Mit Jay links, ja. Ist noch ein Dude, der hier campt. Der ich glaube, ich habe nichts zum Healen sonst. Müssen wir mal da durch, Christian. Ja, ich hab's also auch zu heilen. Ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich noch. Aus was zu heilen, gut. Peter. Ja, wir hatten ja jetzt nicht. Achso, der wirft ihn einfach los. Am Ende ja, ich auch. Aber Peter, ganz ehrlich, ich laufe schon die ganze Zeit mit nur einem, mit dem untersten letzten Viertel rum. Du brauchst auch was, Bram. Ja, da vor uns ist einer. Was macht denn der da? Ah, das ist ein Böser. Hat jemand einen Molotow? Ja, warte. Das ist ein Böser. Ja. Ich will aber mit dem Molotow, ja. Ja. Brennt. Ich nehme Pfeile.
Du brauchst ja gar nicht mehr. Okay. Ja doch. Wieso brauchst du ihn nicht mehr? Du musst klar, der hat haben. Mehr Leben als das Molotow nur macht. Weil vorhin der andere ist doch auch einfach abgefuckt. Ja, weil nee. Ich hab auf den mit Fallbogen geschossen. Ich hab auf den mit der Axt geschlagen. Ja, wirklich. Oh Gott. Okay, wieso schießen wir nicht? Aua. Jetzt ist down. Jetzt ist down. Jetzt ist down. Okay, nice. Ja, gut. Ja, du kannst von dem kannst du dir Panzerplatten holen. Mit dem Nahkampf ja, ist weiß, das halt echt ein Problem, andere, das ey. Das war jetzt auch wieder Rüstung weg von mir. Ach. Weil wir uns, glaube ich, gegenseitig geschlagen haben. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber was noch Interessantes in dieser Höhle wartet, sehen wir in der nächsten Folge, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Peter, komm, ich gönn dir aber erst nochmal eben das zu essen. Ich hoffe, ihr seid höchst gespannt. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. In 2 Tagen geht's weiter mit Sons of the Forest und TP Speed. Tschüss, Sikorski. Ciao.